Ah, kurz bevor ich hierher gefahren bin, ruft mich doch meine Bank an und sagt, Herr Enke, wir müssen reden. Ich habe mal Ihr Konto mir angeguckt, 3.435 Euro minus. Sag ich, oh Mist. Gucken Sie mal genau vor 4 Wochen. Der tippt in seinen Rechner und stellt fest, 4.120 plus. Sag ich, und habe ich Sie da angerufen? Erstmal nochmal hallo. Ich habe zwar jeden, glaube ich, persönlich begrüßt, trotzdem freue ich mich, dass ihr heute hierher gekommen seid und euch mit dem Geldsystem beschäftigen wollt. Schon ein spezielles Thema und deswegen steige ich gleich ein. Ich sage es nochmal vorweg, Fragen sind erwünscht. Ich gehe also in der Geschwindigkeit vor, wie ihr das wollt. Und das bringt mir überhaupt nichts, wenn ich hier irgendwas abliefere und ihr dann sagt, den 7.12. und 135. Satz, den kann ich nicht so richtig nachvollziehen oder habe eine andere Position. Wir können also das hier ruhig gemeinsam im Dialog machen. Das geht in solchen kleinen Runden wunderbar. Und insofern freue ich mich, wenn ich da von euch also eine Resonanz erhalte. Ich beginne jetzt in der ersten halben, dreiviertel Stunde, wie gesagt, mit den Grundlagen. Sagt mir noch mal kurz, wer beschäftigt sich mit dem Finanzsystem kürzer als ein Jahr hier im Raum? Oh, Respekt, nur Fachleute hier. Also schaue ich mal, dass ich den ersten Teil wirklich irgendwie so gestalte, dass das trotzdem für alle spannend ist. Ansonsten gebt mir irgendwie Signale, wenn es langweilig wird. Gut, wir machen nun eine Videoaufzeichnung. Insofern ist das vielleicht auch ganz effizient, wenn wir da so die Kernpunkte mit den Anregungen, die der Christian gebracht hat, dann tatsächlich dabei haben. Also, die tatsächlich größte Herausforderung für uns alle, wo wir uns noch mit dem Geldsystem beschäftigen, ist, fängt schon an mit der bloßen Frage, was ist Geld? Das Unglückliche ist, dass wir hier eine komplett schräge Vorgabe der Wirtschaftswissenschaft erhalten. Das bedeutet also, wenn man das Wort Geldmenge jetzt einfach mal sagt, was sagt denn jetzt die Volkswirtschaftslehre, was ist Geld oder was ist eine Geldmenge, dann gibt es dafür letztendlich keine eindeutige Erklärung. Und das macht es tatsächlich schwer. Ich habe Anfang der 90er Jahre begonnen, mich in die Themen einzulesen. Und habe mich immer gewundert, dass ich zeitweise dachte, ach, jetzt hast du es verstanden. Und dann habe ich einen Artikel gelesen und da dachte ich, ich kapiere es nicht. Also irgendwo bin ich immer wieder an den Anschlag gestoßen, bis mir aufgefallen war, dass in jedem Artikel irgendein Autor von Geld sprach, doch jeder Autor mit dem Begriff Geld was anderes meint. Und so gibt es eben in der Volkswirtschaftslehre die Geldmenge M0, M1, M2, M3. Und wenn man jetzt von den Geldreformern oder denjenigen, die sozusagen kritisch mit dem aktuellen Geldsystem umgehen, von denen Artikel liest, dann muss man zu dem traurigen Ergebnis kommen, dass sie den Fehler der Volkswirtschaftslehre zu großen Teilen übernommen haben. Dass also Geldreformer genauso von Geld sprechen und ganz unterschiedliche Definitionen haben. Deswegen gleich zu Beginn, wenn ich von Geld spreche, müsst ihr am besten irgendwie in euren Gedanken eine Banknote vor euren bildhaften Augen spontan sehen. Sodass, wenn ich Geld als oder den Begriff Geld verwende, dann meine ich Zentralbankgeld. Dieses Geld kommt ausschließlich von der Zentralbank nirgendwo anders her und das könnte man jetzt kritisieren, nur ihr müsst nur für heute das als Vorgabe akzeptieren, damit der Vortrag so verständlich wie möglich wird. Wir werden das also noch später diskutieren, wenn wir eine Bankbilanz hier am Flipchart sehen. Und da gehe ich nochmal detailliert drauf ein, weil das tatsächlich sehr wichtig ist. Nur bis dahin bitte, wenn ich Geld sage, ist es im ersten Schritt die Banknote. Nun ist die Aufgabe des Geldes ganz einfach. Was ist die Hauptfunktion des Geldes im ersten Schritt? Tauschmittel. Genau. Also wir haben eine Wirtschaft, stellen in der Wirtschaft Waren her und bieten Dienstleistungen an und sagen, Ware gegen Ware, Apfel gegen Birne funktioniert noch. Wenn ich Äpfel herstelle und ein Fahrrad brauche, ist die Frage, ob der Fahrradhändler jetzt bereit ist, für x Kilo mir sein Fahrrad rauszurücken. Das ist dann irgendwann, wird es für ihn schwer. Also haben wir gesagt, wir verwenden ein künstliches Tauschmittel, genannt Geld. Und wollen jetzt auf diese Art und Weise den Waren- und Dienstleistungskreislauf in Umlauf lassen. Jetzt ist, wenn wir diesen ersten Einstieg so haben, sofort wichtig, dass wir noch zwei Punkte uns gemeinsam anschauen. Das erste ist, dass
das Geld mit einer gewissen Geschwindigkeit, ich sage jetzt einfach mal V, Geschwindigkeit V aus der Physik, mit einer gewissen Geschwindigkeit floriert. Wir können das hier im Raum ganz einfach dadurch simulieren, dass ich jetzt die Tür hier rein theoretisch zuschließe und wir das Geld hier im Raum nur verwenden, was jeder in seiner Brieftasche hat. Und wir sagen, wir fangen jetzt hier einfach mal an, eine kleine Wirtschaft aufzubauen und ihr müsst irgendwelche Tauschgeschäfte machen. Jetzt könnte jeder von euch sagen, ich lasse mein Geld in meiner Brieftasche, ich horte das Geld, ich verwende das nicht, dann passiert ja ökonomisch überhaupt nichts. Oder er sagt zu ihm, mir gefällt deine Kappe, ich bin bereit, dir X zu geben, wenn ihm das gefällt, wird getauscht. Sodass zuerst die Frage steht, wie viel Geld ist in unserem Wirtschaftskreislauf hier enthalten, also was habt ihr in eurer Brieftasche? Und zweitens, in welcher Geschwindigkeit wird es eingesetzt? Wenn wir also sagen, euer ganzes Geld zählt nicht, wir nehmen nur meine Brieftasche, die ich dabei habe, aber die Banknoten gehen sehr schnell von Marktteilnehmer zu Marktteilnehmer, könnte hier ein sehr hohes Raumsozialprodukt oder wie immer das nennen will, könnte hier entstehen, weil das wenige Geld, was da ist, mit einer sehr hohen Geschwindigkeit hier im Raum von Marktteilnehmer zu Marktteilnehmer läuft. Und deswegen ist es wichtig, A, wie viel Geld ist da? Und B, mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich das Geld im Raum? Und je nachdem, wie viel Waren und Dienstleistungen dann zur Verfügung stehen, bilden sich hiermit Preise. Wenn also mal als Beispiel die Geschwindigkeit des Geldes sich nicht ändert, aber die Geldmenge, wie gesagt, ich spreche jetzt von Zentralbankgeld, die Geldmenge sich dementsprechend vergrößert, muss man sich vorstellen, dass diese Fläche größer wird. Wenn ich jetzt nicht gleichzeitig mehr Waren und Dienstleistungen zur Verfügung habe, ergibt sich welche Konsequenz? Inflation. Inflation. Wie definieren wir heute Inflation? Negativ. Wie bitte? Inflation ist ja der Kaufkraftverlust. Kaufkraftverlust. Kaufkraft bedeutet, ich kriege für die gleiche Menge Geld weniger Waren und Dienstleistungen oder anders formuliert, die Preise steigen. Und so hängen diese vier Punkte zusammen. Das ist die sogenannte Fischer'sche Verkehrsgleichung. Bis zu diesem Moment würden jetzt mir die meisten Ökonomen noch nicht widersprechen. Und wir sind mehr oder weniger im grünen Bereich. Und jetzt kommt ein sehr entscheidender Moment, weil das, was ich eben schon hier sagte, ihr habt alle Geld mit und jetzt könntet ihr ja alle euer Geld, was unsere Ökonomie, unsere Raumökonomie hier anbelangt, könntet ihr alle horten, in eurer Brieftasche lassen und sagen, stopp, ich setze das Geld, was zwar da ist, nicht ein. Ich horte das. Das bedeutet, wenn es jetzt alle machen, müsste ich die ganze Fläche markieren. Ich sage jetzt einfach mal, Teile von euch oder jeder ein bisschen sagt, ich verwende das Geld nicht, sondern ich horte es, ich nehme es sozusagen aus diesem Wirtschaftskreislauf heraus. Schatzmittel statt Tauschmittel. Genau so ist es. Das würde dazu führen, dass das sogenannte Tauschmittelgeld jetzt nicht mehr zum Tausch zur Verfügung gestellt wird, sondern gehortet wird. Früher gab es Edelmetalle als Geld, das muss man sich jetzt so vorstellen, wie die Kiste wird aufgemacht und rein die Goldmünzenkiste zu. Dann ist das Geld letztendlich gehortet und steht für den Waren- und Dienstleistungstausch nicht mehr zur Verfügung. Und das hat, wenn das viele Marktteilnehmer, viele Menschen machen, hat das ganz klare Konsequenzen für eine Volkswirtschaft. Und deswegen ist das Spannende an einer Ökonomie, dass wir uns alle besonders wohlfühlen. Also das Gemeinwohl wird optimal unterstützt, wenn möglichst gleichmäßig das verfügbare Geld für den Waren- und Dienstleistungstausch zur Verfügung steht. Wenn also einfach das Geld im Wirtschaftskreislauf zirkuliert, dann werden die Waren und Dienstleistungen abgenommen. Wenn jemand Schuhe herstellt, wird er nicht pleite, weil eben regelmäßig die Schuhe nachgefragt werden, so wie die dementsprechende Ersatzbeschaffung benötigt wird oder Dienstleistungen entsprechend angeboten und abgegriffen werden. Sodass also tatsächlich, wenn wir uns über Gemeinwohl Gedanken machen, es aus meiner Sicht bezogen aufs Geldsystem immer entscheidend ist, wie wird in einem Geldsystem, erstmal egal welche Art von Geld ich verwende, wie ich das gestalte, wie wird in einem Geldsystem organisiert, dass das Geld möglichst gleichmäßig im Wirtschaftskreislauf zirkuliert. Das bedeutet also, wie wird organisiert, dass das Geld, was jetzt jemand aktuell zum Beispiel nicht einsetzen will, wie kommt das in den Wirtschaftskreislauf zurück? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Und wie wird das im aktuellen System gemacht? Oder ich sage mal, fast nicht, ich gehe darauf noch ein, sagen wir mal alles, was bis 2008 war, wie wird das gelöst? Zinsen. Wie bitte? Kreditvergabe.
Naja, da sind wir im Prinzip schon im zweiten Teil. Das ist, ist ein spannender Punkt. Nur, ich könnte mir vorstellen, dass du da vielleicht eine neue Einstellung heute zufindest. Aber Kreditvergabe ist schon, ne, ich gehe mal nicht drauf ein, sondern sei so lieb und akzeptiere das, dass wir da in der, im zweiten Teil drauf eingehen. Haben wir einen Plan B? Zins, genau. Viele sprechen ja auch vom positiven Zins. Das, die Begrifflichkeiten verwende ich nicht, weil das Wort positiv ist ja positiv, wenn Ihnen was Positives passiert, ne, da freuen Sie sich ja, da sind Sie glücklich. Und ein positiver Zins bedeutet mathematisch exakt, ist ein Zins größer 0%. Deswegen spreche ich jetzt mal eher von einem Zins größer 0%, gehe da nochmal später drauf ein. Auf jeden Fall, Zins größer 0% ist eine Art der Geldumlaufsicherung, dass also derjenige, der Geld verdient hat und aktuell nicht ausgeben will, also hortet, dass der in irgendeiner Form motiviert wird, das Geld längerfristig anzulegen. Dann gibt es eine Zinsstrukturkurve, das bedeutet in einer normalen Ökonomie oder in den meisten Zeitfenstern ist es so, dass je länger ich das Geld anlege, desto höher ist der Zins. Wenn ich also das Geld für ein Jahr anlege, kriege ich eben 2% als Beispiel. Wenn ich es 10 Jahre anlege, kriege ich 3 oder 4%. Sodass also der Zinssatz motivieren soll, so lange wie möglich das Geld anzulegen, damit die Bank so lange wie möglich risikofrei Kredite vergeben kann. Aber da gehen wir nochmal drauf ein in der zweiten Runde. Was gibt es als zweite Motivation im Geldsystem vor der Finanzkrise, also vor 2008, damit möglichst Geld nicht gehortet wird? Wir hatten es im Prinzip schon eben im Rahmen den Begriff Inflation, völlig korrekt. Inflation. In den Büchern der Europäischen Zentralbank steht, dass das Inflationsziel nahe 2% ist. Also man erzeugt Inflation, ist also nicht zufällig, sondern tatsächlich das Ziel der Europäischen Zentralbank oder später oder früher der Bundesbank vor der Euro-Einführung war, Inflation zu erzeugen. Du hattest hinten gesagt Kaufkraftverlust, ne? Das bedeutet einfach Inflation, dass wenn man sein Geld zu Hause in die Kaffeedose reinsteckt und nach 10 Jahren losgeht und sagt, das Geld, was ich jetzt da 10 Jahre drin liegen hatte, das möchte ich jetzt einsetzen, um Waren am Markt abzugreifen, dass man feststellt, ups, ich kriege ja 10 Jahre viel weniger als die 10 Jahre zuvor. Sodass also letztendlich ein Zins größer 0% und Inflation sogenannte Umlaufsicherung, Geldumlaufsicherung sind, damit das Geld, was man aktuell übrig hat, weil man mehr Geld verdient hat, als man selbst ausgeben will, damit es irgendwie in den Wirtschaftskreislauf zurückfindet. Das ist die aktuelle Methode. Jetzt tue ich trotzdem mal hier. Jetzt gibt es nur eine Herausforderung. Darauf gehe ich jetzt nur kurz ein. Nur eine Herausforderung. Wenn jemand Geld übrig hat und dieses Geld anlegt, dann bekommt er eben die Zinsen, die er von der Bank geboten bekommt, um langfristig oder mittelfristig eine Anlage einzugehen. Und wenn er die Zinsen, die er bekommt, wieder anlegt, dann stellt sich der sogenannte Zinseszinseffekt ein. Und Zins- und Zinseszinseffekt bedeutet, dass letztendlich eine Exponentialfunktion entsteht. Exponentialfunktion ist mathematisch exakt einfach nur eine Kurve, die immer schneller, immer steiler in den Himmel schießt. Was man zu 100% sagen kann, weil ansonsten lügt die Mathematik, dass jedes System, was sich exponentiell ausweitet, uns um die Ohren fliegen muss. Das ist exakt richtig. Und da sind sich mehr oder weniger auch die Kritiker, sage ich eher, mal einig. Wenn man jetzt anfängt und sagt, ich durchsuche jetzt mal das, was die Ökonomen lernen, also die klassischen Schulbücher, Mankiw oder Samuelson, wenn ich in diese Bücher reinschaue, dann findet man
eher keine Exponentialfunktion. Da werden Zinskurven abgebildet, meistens immer nur 5 oder 10 Jahre. Da sieht das ja alles noch ganz friedlich aus. Ne? Wenn wir jetzt hier mal einen Schnitt machen, da sieht das Schmuck auch aus. Auch das Buch, das Hauptbuch habe ich mir angeschaut, was zum Beispiel Bankkaufleute als Grundlage hernehmen. Da wird also Abzinsen und Aufzinsen, wird alles erklärt. Nur wenn man dann die Grafiken in den betreffenden Büchern mal weitermalen würde, dann käme man sehr schnell an die physischen Grenzen. Also irgendwann muss man das dann logarithmisch darstellen oder man hat ein Buch, was bis zum Mond geht, ist dann mit dem Blättern ein bisschen schwieriger. Eins ist Fakt, in der Physik zum Beispiel gibt es so eine Exponentialfunktion. Wer kennt das Beispiel? Wo gibt es was, was sich immer wieder verstärkt? Und dann Kernfusion ist sowas, ganz klar. Oder die elektronische Rückkopplung kennen vielleicht auch viele, also kennt jeder, wenn der Ton in den Lautsprecher, aus dem Lautsprecher rauskommt, immer wieder verstärkt wird. Irgendwann im besten Fall oder im schlechtesten Fall ist der Lautsprecher kaputt. Also dieses hässliche Geräusch, dieses ohrenbetäubende Geräusch ist ein Beispiel. Oder eine Krebserkrankung, wenn also Zellen, die sich unglücklich entwickeln, aus einer Zelle werden 2, 4, 8, 16. Auch das sind negative exponentielle Wachstumsprozesse. So dass also diesen Gedanken hatte ich also irgendwie 92, 93. Das war mein Einstieg in die Thematik. Ich kam aus der Physik, habe immer gerne Mathe gemacht und dachte, Exponentialfunktion. Wenn ich Zinsen kriege und Zinsen wieder verzinslich anlege, habe ich einen Zinseszinseffekt und ich habe so eine Entwicklung. Das bedeutet, die Mathematik sagt, jedes Geldsystem, was mit solchen Effekten ausgestattet ist, muss uns um die Ohren fliegen. Und wenn man dann in die Geschichte schaut, was passiert, wenn das Geldsystem an seinen Anschlag stößt, dann ist das alles nicht lustig. Das ist alles verbunden mit sehr viel Leid. Selbst Kriege kann man da in Verbindung bringen. Das ist eine sowas von traurige Geschichte, dass ich mir gesagt habe, zuerst habe ich mir gesagt, ich übersehe da irgendwas. Ich dachte irgendwie, es kann doch nicht sein, dass wir Geld verwenden, wo wir von vornherein wissen, aus mathematischen Gründen heraus, dass wir was benutzen, was uns um die Ohren fliegt. Das ist tatsächlich überraschend. Und der nächste Schritt war dann der, dass wenn ich Zinsen kriege und die Zinsen wieder anlege, dann muss man sich einmal die Frage stellen, wo kommt das eigentlich her? Also das, was ich anlege, ist genau der Betrag, der spiegelbildlich irgendwo als Schuld besteht. Das ist eine absolut entscheidende Aussage. Wenn ich also die Guthaben dieser Welt, nicht Geld, das ist jetzt schon ein entscheidender Punkt, wenn ich die Guthaben dieser Welt, das sind also die angelegten Beträge, zusammenaddiere und den Schulden gegenüberstelle, dann ergeben sich zwei Türme, die sind circa gleich hoch. Die Summe aller Schulden und die Summe aller Guthaben ist circa gleich. Das muss auch so sein, weil wenn ich mir bei dir 10.000 Euro leihe, dann hast du ein Guthaben in Höhe von 10.000 Euro, ein Zettel, wo drauf steht, Steffen Henke hat 10.000 Euro bekommen und will die irgendwann zurück. Und ich habe einen Kredit und wenn ich die 10.000 Euro ausgebe, wenn ich die in Form von Bargeld, du schiebst mir einen Koffer rüber im Wert von 10.000 Euro, dann hast du einen Anspruch in Höhe von 10.000 Euro. Ich kaufe mir für die 10.000 Euro, bezahle ich einen Handwerker, weil ich am Dach was sanieren muss und ich habe einen Kredit. In dem Moment, wo dieser Prozess ausgeführt wird, steigt weltweit die Summe von Guthaben um 10.000 Euro und die Summe von Schulden um 10.000 Euro. Beide Beträge sind gleich hoch. Bitte schön. Wie handhaben Sie das, wenn man, ich habe da mal ein Buch gelesen, wo drin stand, dass teilweise die Banken einfach auf den Knopf drücken und dann steht Geld. Ja. Dann funktioniert das ja so nicht. Die müsste ich jetzt tatsächlich zurückstellen. Die Frage, das ist genau der zweite Teil. Ne? Das ist einer der Hauptgründe, weshalb ich auch eingeladen wurde, weshalb ich mich auch freue, dass wir uns genau das mal angucken, die sogenannte Frage der Geldschöpfung. Heißes Thema. Sodass also wir erstmal grundsätzlich sagen müssen, das kann man auch sich ganz so leicht anschauen. Also ich habe hier dann auch eine Grafik mit, wo jetzt zum Beispiel, die ist sogar von einem Systemspieler, wo, ich glaube McKinsey hat eine Untersuchung gemacht, hier ist der Stand von 2014, da lag die weltweite Verschuldung bei 199 Billionen US-Dollar. Kann sich ja jeder mitnehmen. Was halt sehr schnell weggelassen wird, ist, dass den 199 Billionen US-Dollar Verschuldung eben 199 Billionen US-Dollar Guthaben gegenüberstehen und dass diejenigen, die die Schulden haben, Schuldzinsen bezahlen und von den, das ist ja hier gut, und
diejenigen, die die Schulden haben, Schuldzinsen bezahlen und diejenigen, die die Guthaben haben, die Guthabenzinsen bekommen. Und damit findet ein unvorstellbarer Umverteilungsmechanismus von fast allen, erkläre ich gleich, zu ganz wenigen statt. Und deswegen gleich zu seinem Einstieg: Ist denn Demokratie bei dem jetzig gegebenen Geldsystem möglich? Natürlich haben wir demokratische Strukturen. Nur wenn die Kapitalkonzentration immer stärker wird, also einzelne Menschen, also die drei reichsten Menschen dieser Welt, die haben ein Vermögen, das muss man sich mal vorstellen, was dem Bruttosozialprodukt der 58, 59, 60, ich habe es lange nicht nachgerechnet, ich glaube, wo ich mein Buch geschrieben habe, vor einem Jahr waren es 58, also was dem Bruttosozialprodukt der 58 Länder entspricht, die das weltweit niedrigste Bruttosozialprodukt hat. Also, oh. Schöne Ohr. Gong, es ist 7:30. Also, ich weiß nicht, ob man das fassen kann. Also der ein oder andere Ökonom würde mir jetzt vielleicht an Ohren ziehen, weil Bruttosozialprodukt ist eine Flussgröße. Da steckt ja jetzt auch der Apfel drin zum Beispiel, der gegessen wird und weg ist. Und Vermögen ist eine Bestandsgröße. Nur die Ökonomen, die wir jetzt an den Ohren ziehen würden, die müssen akzeptieren, dass also die Situation damit ja noch viel schlimmer ist, weil Vermögen als Bestandsgröße ist ja ein Jahr später immer noch da. Und Bruttosozialprodukt, da ist ja jetzt zum Beispiel auch der Haarschnitt drin. Und Haarschnitt ist eine Dienstleistung, da sieht man vielleicht 4 Wochen besser aus, wenn man beim richtigen Friseur gewesen ist. Und dann ist das aber weg. Und trotzdem sind eben diese Verhältnisse so. Und diese Verhältnisse verändern sich exponentiell. Also die Katastrophe wird mit immer größerer Geschwindigkeit immer wilder. Jetzt müssen wir uns ganz klar noch über einen Punkt unterhalten. Das sind ja jetzt hier, wie gesagt, die Schulden, die hier dargestellt sind, die exponentiell wachsen müssen. Wer zahlt denn überhaupt wer sind denn überhaupt die Darlehensnehmer und wer zahlt die Schuldzinsen? Da gibt es 3 große Gruppen, die Darlehensnehmer sind. Gruppe 1 sind die Staaten. Staaten nehmen Kredite auf, indem sie zum Beispiel Staatsanleihen herausgeben. Der Staat. Wer zahlt die Schuldzinsen des Staates? Ja. Richtig. Super. Hat sich noch rumgesprochen, wir alle. Ganz klar, wenn ich einkaufen gehe, zahle ich Mehrwertsteuer. Wenn ich tanken fahre, zahle ich Benzinsteuer. Wenn ich Sekt trinke, Sektsteuer. Wenn ich rauche, Tabaksteuer. Alle Steuern, die der Staat einnimmt, benutzt er, um letztendlich davon den Teil wegzuknipsen und an die dementsprechenden Besitzer der entsprechenden Anleihen auszuschütten. Zweite Gruppe sind die Unternehmen. Wenn ein Unternehmen verschuldet ist, wer bezahlt die Schuldzinsen des Unternehmens? Kunden. Die Kunden. Wenn ich Unternehmer bin und Tische herstelle, dann habe ich Kosten. Da habe ich Materialkosten, weil ich Holz einkaufe. Dann habe ich Personalkosten, weil er bei mir vielleicht als Tischlermeister arbeitet. Und ich habe natürlich Kapitaldienstkosten, weil ich gegebenenfalls die Maschine finanziert habe. All die Kosten addiere ich zusammen. Dazu muss ich mindestens einen Betrag addieren, weil ich einen Gewinn machen muss für Rückstellungen, für Steuerzahlungen, für meine Krankenversicherung und meine Erholungsphasen, damit ich immer schön fleißig bleiben kann. Sodass also ganz klar die Zinskosten in allen Preisen enthalten sind. Das bezahlt nicht der Unternehmer in letzter Konsequenz, sondern der Letzte im Glied. Also derjenige, der den Tisch kauft oder den Apfel isst oder irgendeine Dienstleistung verwendet. Und private Haushalte wäre also die dritte große Gruppe. Das wäre, wenn ihr selbst einfach ein Darlehen aufgenommen habt, weil ihr sagt, das nächste Auto oder meine Immobilie habe ich über Kredit finanziert, dann seid ihr eh für die Schuldzinsen zuständig. Sodass also letztendlich alle, grundsätzlich alle Menschen dabei sind, was das Zahlen von Schuldzinsen anbelangt und je nach Vermögensverteilung ein paar mehr, ein paar gar nicht dabei sind, was die Guthabenzinsen anbelangt. Das ist der letztendlich Umverteilungsmechanismus von fast allen zu immer wenigen und zu einer kleinen Gruppe. Und da habe ich hier was vorbereitet. Das ist jetzt für Deutschland bezogen auf das Jahr 2007. Hat der Helmut Kreuz mit extrem viel Fleiß erstellt, diese Zahlen aus ganz normal offiziellen Berichten. Das sind ja alles keine Geheimnisse. Das stellt jetzt, man hat jetzt die deutsche Bevölkerung in 10 Einkommensgruppen aufgeteilt.
Die geringste Einkommensgruppe hat also als Haushaltseinkommen bezogen auf 2007 ca. 12.000 Euro Einkommen. Und nun ist es so, wenn man die gesamten Zinszahlungen, man kann das natürlich nicht auf eine einzelne Person abstellen, weil der eine wohnt zur Miete, der andere zum Eigentum, der andere macht viel Urlaub, der andere weniger. Aber im Schnitt werden circa 30 bis 40 Prozent Schuldzinsen von den Ausgaben bezahlt. Das bedeutet also, bei dieser Gruppe sind das ca. 4.000 Euro im Jahr. Und jemand, ein Haushalt, der 12.000 Euro ausgibt, der kann auch kaum sparen. Der gibt also 100% seines Geldes für Lebenserhaltung aus. Und damit ist natürlich der Zinsanteil entsprechend hoch. Und jetzt kann ich hier dementsprechend für die Haushaltseinkommen die gezahlten Zinsen eintragen. Circa in der Größenordnung liegt das. Und prozentual vom Gesamteinkommen fällt das nach hinten, weil natürlich je mehr Einkommen ich habe, desto weniger brauche ich für die Lebenshaltung 100% meiner Einnahmen. In dem Moment, wo ich spare, ist ja der Teil, den ich spare, ist ja dann von Schuldzinsen nicht betroffen. Das Interessante ist jetzt, dass statistisch betrachtet ca. 50% so gut wie keine Guthabenzinsen haben, weil sie kein Vermögen haben. Wenn man sich also die Vermögensverteilung von Deutschland anschaut, sind diese ersten fünf Haushaltsgruppen bei der Schuldzinszahlung maximal dabei, aber bei der Ausschüttung, bei der Zahlung oder beim Empfang von Guthabenzinsen nicht mit dabei. Das geht also erst ab Gruppe 6 und 7 geht es erst los, dass also Guthabenzinsen empfangen werden. Jetzt gucke ich mir mal die Zahlen an. Also bei der fünften Gruppe, Moment, sind das, bei der siebten Gruppe sind das 3.000 Euro, statistisch ca. 3.000 Euro. Bei der achten 8.000, 24.000 und Klick 90.000. 8.000. 24.000 und hier 90.000. Sodass also wir Folgendes feststellen können. Die Gruppe 1 bis 5, wie gesagt, ist nur im Negativen. Wenn es also ein alternatives Geldsystem gäbe, was die Verschuldung insgesamt reduziert und diese Kurve verändert, sind schon mal 50% der Bevölkerung garantiert ausschließlich positiv betroffen. Wenn wir also gleich über alternative Wege, über fließendes Geld uns unterhalten, müsste man normalerweise diese 50% der Bevölkerung ruckzuck davon überzeugen könnten, wenn sie sich damit beschäftigen. Weil es kann nur besser werden. Außer sie hoffen natürlich, irgendwann mal zu den Gewinnern zu gehören und arbeiten fleißig wie die Irren, weil sie sagen, ich will von dem System mal profitieren. Das gelingt allerdings nur 10% der Bevölkerung. Also es ist tatsächlich das Hamsterrad, was langfristig nicht funktioniert. Schwieriger wird es bei Gruppe 6 bis 8. Hier ist es also so, dass die Zinszahlungen viel kleiner sind als die Guthabenzinsen, die empfangen werden, sodass immer noch ein negativer Bereich sich ergibt. Man müsste also einen solchen Menschen sagen, gucken wir einfach mal, wie viel Zinsen du bezahlst und dann ziehen wir davon ab, wie viel Zinsen du bekommst. Unter dem Strich bleibt was Negatives, also kann das Ergebnis für dich nicht glücklich sein. Bei der neunten Gruppe ist es circa pari, das sind entsprechend die Zinseinnahmen circa den Zinsausgaben, das ist also neutral. Und nur die zehnte Gruppe tatsächlich, die hat jetzt gar nichts Rotes, sondern die nehmen 90.000 ein und zahlen 30.000. Da bleiben also 60.000 im Positiven übrig. Das sind sozusagen die Zinsgewinner des Systems, sodass also 8 bis 9 Menschen einer Bevölkerung bezahlt, damit in dieser Gruppe immer mehr ankommt. Das klingt jetzt fast wie eine Neiddiskussion. Ich muss euch wirklich sagen, da bin ich völlig fern von. Hier geht es nicht um Neid, sondern hier geht es zum ersten um Gerechtigkeit. Und es geht darum, ist es langfristig überhaupt funktional? Weil exponentielle Wachstumsprozesse können immer nur zeitlich begrenzt funktionieren und irgendwann fliegt uns das System um die Ohren. Und deswegen sage ich ganz klar, wir sollten aus meiner Sicht über diese Art der
Geldumlaufsicherung nachdenken. Und meine Lösung wäre also, das hier durchstreichen und als Alternative ein Zins kleiner 0% zu wählen und Inflation ebenfalls wegzulassen, weil das als konstruktive Geldumlaufsicherung völlig reicht. Und wenn man jetzt im Schnitt die Zeitung aufschlägt, wird ja der Zins kleiner 0% schnell mal als Negativzins oder Strafzins. Wer will denn bestraft werden? Das klingt ja alles hässlich. Ich muss nochmal sagen, ein Zins kleiner 0% auf Bargeld oder auf täglich fällige Einlagen führt dazu, dass mathematisch exakt der viel größere Teil einer Bevölkerung einen finanziellen Nutzen aus dem System hat. Und wenn wir uns jetzt über den Nutzen eines solchen Systems, also dem Fliesengeldsystem, unterhalten und jetzt zum Beispiel den Punkt sehen, dass uns das System eben nicht mehr um die Ohren fliegt, weil diese exponentiellen Wachstumsprozesse ausgebremst werden, dann sind durchaus auch Menschen, die sozusagen zur Gruppe 10 gehören, also reich auf dem Friedhof sein, macht einfach keinen Sinn. Sodass also tatsächlich die Gruppe 10 auch betroffen ist. Zum Schluss, was ist die aktuelle Lösung der Politik und der Ökonomie weltweit? Man sagt, man lässt einfach das Bruttosozialprodukt mitwachsen. Also man sagt, die Wirtschaftsleistung wächst einfach genauso wie Guthaben und Schulden. Weil dann wäre ja tatsächlich, wenn wir jetzt das Bruttosozialprodukt hernehmen, das ist unser Bruttosozialprodukt und aus dem Bruttosozialprodukt müssen jetzt die Zinsen bezahlt werden. In dem Moment, wo die Wirtschaft nicht wächst, also dieser Kuchen gleich groß bleibt, hieße das, wenn Guthaben und Schulden bei unveränderlichem Zins nach oben gehen, systembedingt, dass das Stück Kuchen, was für Zinsen drauf geht, größer wird. Und wenn ihr zu einer Geburtstagsfeier geht und irgendwie kriegt irgendeiner ein größeres Stück Kuchen, dann kriegt irgendeiner ein kleineres Stück Kuchen. Und was sind die kleineren Stück Kuchen? Das heißt dann immer Reform, Rentenreform, Gesundheitsreform, sonst was Reform. Also irgendjemand muss in dem System weniger bekommen, wenn der Anteil für die Zinsen steigt. Weil der Kuchen wird nicht anders. Und die Politik sagt eben heutzutage, wir wollen Wirtschaftswachstum, wir wollen, dass sozusagen der Kuchen größer wird. Das ist jetzt das Wirtschaftswachstum, damit, wenn der Kuchen größer wird, sozusagen das Stück Kuchen, was für Zinszahlungen benötigt wird, gleich bleibt. Also die wachsenden Zinszahlungen werden jetzt hierüber dementsprechend abgefedert. Und so erklärt sich, dass ein Zins größer 0% als Geldumlaufsicherung einmal zu exponentiellen Wachstumsprozessen führt und zum Zweiten einen Wirtschaftswachstumszwang auslöst. Also jeder im Raum, der sich wünscht, dass wir auf eine Wirtschaftsweise umstellen, die nicht mit Wachstumszwang in Verbindung steht, sodass wir also unsere Natur, unsere Umwelt erhalten, der kann nicht daran vorbei, sich mit dem Geldsystem zu beschäftigen. Ich kann das Geldsystem tatsächlich mit dem jetzigen Geldsystem langfristig nicht nachhaltig produzieren, wenn die Wirtschaft über das System einen Zwang hat, dementsprechend zu wachsen. Also wenn ich mehr produzieren muss, obwohl die Bevölkerung dieser Welt gar nicht mehr braucht. Na, und dann kommen wir mit solchen schrägen Methoden, dass wir sagen, wir lassen unsere Produkte, die wir herstellen, absichtlich schneller kaputt gehen, damit wir schneller den Austausch haben. Na, dass da also irgendwelche Sollbruchstellen eingebaut werden, die sogenannte geplante Obsoleszenz, damit es kaputt ist, damit ich schneller kaufen muss und damit ein Wirtschaftswachstum generiert wird. Oder dass ein Bedarf geschaffen wird für Dinge, die wir gar nicht brauchen. Oder dass, wenn ich dann so eine Handy-Werbung höre, dass man einen Vertrag abschließt, wo man eine monatliche Summe dementsprechend bezahlt und man einmal im Jahr das neue Handy geschickt bekommt. Stellt euch mal den Wahnsinn vor, 7,4 Milliarden Menschen würden jetzt anfangen oder die Erwachsenen davon, was weiß ich, 5 Milliarden Menschen lassen sich einmal im Jahr ein aktuelles Handy zuschicken, was das für einen Ressourcenverbrauch bedeutet. Das ist also tatsächlich eine wilde Strategie. Nur eins ist 100% sicher. So wie das garantiert langfristig nicht funktionieren kann, kann auch kein
Wirtschaftswachstum funktionieren, dass wir also in jedem nächsten Jahr mehr herstellen als im Jahr zuvor. Also es ist für mich tatsächlich rätselhaft, wie wir das als Bevölkerungen dieser Welt ertragen können, dass kein Tag vergeht, wo wir im Radio hören, wir brauchen Wachstum und das nicht im ausreichenden Maße hinterfragt wird, dass in einer Welt mit begrenzten Ressourcen es nicht jedes Jahr Wachstum geben kann. Ich glaube, die Menschen verwechseln Wohlstandswachstum, ja, obwohl es dafür keine richtige Definition gibt in der Wirtschaftsunion, mit Wirtschaftswachstum. Ein sehr wertvoller Hinweis. Na, weil ja, wenn in dem jetzigen Geldsystem die Wirtschaft nicht wächst, tatsächlich Wohlstandsverlust eintreten würde. Aber bei einem anderen Geldsystem tatsächlich wir mit einer schrumpfenden Wirtschaft trotzdem ein Wachstumswohlstand entstehen kann. Weil nehmen wir doch mal den Beispiel Immobilie. Wenn ich in einer Immobilie wohne, brauche ich ja keine zweite. Also wenn jetzt die Bauwirtschaft schrumpft, weil gar kein Bedarf ist, das ist jetzt nicht die aktuelle Situation im Lande, nur wenn der Bedarf gedeckt ist, ist ein Schrumpfen im entsprechenden Segment, nehmen wir das, den Autobereich zum Beispiel, dass wir einfach mehr Fahrrad fahren oder dass wir mit Carsharing arbeiten. Es muss sich nicht jeder so eine Kiste vor die Tür stellen, sondern die ich brauche, benutze ich eben. Da könnte ich sofort weniger Autos herstellen, aber wir lassen einfach die Plastiktüten weg. Ne? Vielleicht noch ein einfaches Beispiel. Und trotzdem würde das bedeuten, dass wenn wir Plastiktüten weglassen, dass an irgendeiner Stelle eine Schrumpfung eintritt. Aber unser jetziges Geldsystem sagt, wir müssen möglichst immer mehr Autos und mehr Plastiktüten und Häuser bauen, die wir gar nicht brauchen. Das ist absurd, letztendlich absurd. Und deswegen kommen wir an dem Thema Geldsystem nicht vorbei. Und ich muss es nochmal sagen, das ist bis jetzt vielleicht für jeden einleuchtend. Die Situation Zins und Zinseszins führt zu exponentiellen Wachstumsprozessen und die Situation, die Art der Geldumlaufsicherung umzustellen, das ist für mich, ich weiß es nicht, ob es jedem im Rahmen so geht, eine ziemlich simple Nummer. Es gibt nur drei Möglichkeiten. Entweder nutze ich die alte Geldumlaufsicherung, die führt zu dem. Oder ich nutze gar keine Umlaufsicherung, die führt letztendlich auch zu dem, weil wenn ich keine offizielle Geldumlaufsicherung habe und es hat jemand Geld übrig und ein anderer braucht Geld, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der eine zum anderen sagt, wenn du mein Geld nutzen willst in der Zeit, wo ich es selbst nicht brauche, müssen wir uns über einen Betrag einigen, den du mir geben musst, weil du mein Geld eben hast. Ich kriege mehr zurück, als ich dir gegeben habe. Du kriegst 10, ich will aber 11 zurück. Und in dem Moment, wo ich über so eine Geldumlaufsicherung nachdenke, fällt der Punkt einfach hinten vor. Wenn ich Geld horte, wenn ich tatsächlich Geld in meine Kaffeedose stecke und 10 Jahre später das ausgeben wollte, stelle ich letztendlich wie bei Inflation genauso fest, dass ich weniger einkaufen kann als 10 Jahre zuvor. Nur fließendes Geld bedeutet gar nicht, dass das gewünscht ist, sondern fließendes Geld bedeutet, dass das eine Motivation ist, dass eben nicht Geld gehortet wird, dass A, Geld benutzt wird und in den Wirtschaftskreislauf gegeben wird, dann führt es zu dieser gleichmäßigen Zirkulation im Sinne des Gemeinwohls. Oder jemand, der sparen möchte, das geht unverändert, genauso sein Geld anlegt und angelegtes Geld natürlich ab einer gewissen Laufzeit von dem Zins kleiner 0% gar nicht betroffen ist. Das ist eine ganz entscheidende Frage. Angelegtes Geld pendelt sich dann bei einem Zins um 0% ein. Das ist das Ziel. Ich lege mein Geld so an, dass ich 0% habe und bei Inflation 0% bedeutet das, dass auch kein Kaufkraftverlust entsteht und Sparen und Investitionen in der Zukunft über angelegtes Geld ohne weiteres möglich ist. Das war also jetzt im ersten Teil mein Plädoyer für das fließende Geld. Und jetzt gibt es andere Ideen, unter anderem eben das Vollgeld. Und im zweiten Teil, nach 10 Minuten, Viertelstunde Pause, kamen schon ein paar Anregungen her. Was ist mit der Geldschöpfung? Gucken wir uns das genau an. Wir würden einfach mal uns eine Bankbilanz anschauen. Wir bilden dann aus der Bankbilanz das Vollgeld. Und dann haben wir einmal das Vollgeldsystem und das fließende Geldsystem und vergleichen das miteinander. Und was ihr dabei empfindet, das interessiert mich, da bin ich gespannt. Bis gleich. Danke.